Auch als Imperator kann ich nicht ewig vorm Computer hocken und muss mich manchmal auf den Weg machen, raus aus meinem Arbeitszimmer in Richtung Neocore Games, um neue Informationen zu holen für Warhammer 40k Inquisitor. Also hoch die Bäckchen, noch dem Mobs einmal Tschüss sagen und auf zum Abenteuer! Jede Reise von mir beginnt diese mit eigentlich meinem Vater, der mich abholt und zum Flughafen fährt. Ich bin zwar schon ein alter Sack, aber ich schäme mich nicht, diesen netten älteren Herrn zu bitten, mich zum Flughafen zu bringen, damit ich das Auto nicht da stehen lassen muss. Vor allem passt der auf den Hund auf. Für Warhammer 40k Inquisitor nehme ich ja diesmal einen weiten Weg auf mich, nämlich von hier nach da. Oh, tut mir leid, falsche Karte. Und man glaubt es kaum, so eine Reise hat sehr viel mit Laufen zu tun, auch wenn man letztendlich ja mit dem Flugzeug fliegt. Wir wollen jetzt nicht über CO2-Bilanzen streiten, aber man quetscht sich halt in einen relativ kleinen Sitz rein. Ich bin ganz normale 1,90 groß und dann startet man, landet schon 50 Minuten später wieder, um dann mit dem Zug weiterzufahren. Und danke Münchner Bahn, dass alle Bahnautomaten kaputt waren am Flughafen bzw. keine EC-Kartenzahlung annehmen. Und deshalb muss ich Sparkassen, Automaten suchen und dann 4,50 Euro bezahlen, dass ich vom falschen Bankanbieter bin. Aber hey, ich bin in München! Die Stadt der Weißwurst und die vielleicht besser dran wäre ohne Restdeutschland. Und obwohl ich wirklich bei solchen Terminen komplett auf dem Sprung bin, hier ein paar interessante Impressionen aus München. Und aus der U-Bahn und was denn für Pflasterstraßen in München so sind. Angekommen bei der Location habe ich sage und schreibe 3 Stunden mit diesen beiden netten Herren auf der jetzt rechten Seite über Warhammer 40k Inquisitor gesprochen und ganz viele Impressionen mitgenommen von dem Spiel. In seiner finalen Release-Fassung bzw. mit der aktuellen Build und mit, was alles denn noch kommen soll. Das Ganze aber in ein anderes Video, weil das würde jetzt gerade ein bisschen auch den Rahmen sprengen. Das hier ist eher so ein Reise-Vlog. Aber weil das ja so eher ein Vlog ist, hier, der nette Herr auf der rechten Seite. Da frage ich übrigens, ob das mein Getränk ist. Der ist wirklich, glaube ich, mein Soulmate irgendwie aus dem Ostblockland, wo Neocore Gaming herkommt, weil wir einfach dieselben Spiele gespielt haben, gefühlt, in unserer Jugend und unserer Lebenszeit, weil später sind wir noch zusammen alle zum mehr oder weniger Hauptbahnhof in München und waren alle auf dem Weg zum Flughafen zurück und da war ja gerade ein bisschen verunsichert durch die Fischoptik der Kamera. Er konnte nämlich die ganze Zeit sich selbst sehen dann im Monitor. Tja, aber so schön es auch war, mit den Spieleverrückten abzuhängen, irgendwann muss jede Zeit mal gehen, beziehungsweise jede Zeit mal rum sein und deshalb machte ich mich wieder zurück auf den Weg zum Flughafen, bin nochmal eben Edeka, damit ich sagen kann, du, ich bin am Flughafen bei Edeka gewesen und hab mir noch was zu essen geholt, gesund Obstsalat. Und während mein Samsung langsam klingelte, dass ich meine tägliche Schrittgeschwindigkeit bzw. meine Schrittanzahl geschafft habe, konnte ich dann letztendlich wieder rumsitzen. Juhu! Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich herunter, um den Sauerstoff loszustarten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to stop the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by putting an elastic strap over your head. Then assist any children and people who require assistance.